Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FC24, Create My Team hier bei Heisenberg zockt. So, wir stehen mitten in der Saisonvorbereitung. Ich würde sagen, wir gehen mal gucken. Ich würde gerne Saisonvorbereitungsturnier-Einladung. Da kommen wir nicht gleich zu einem Spiel, nehme ich an, weil wir haben noch anderes zu tun. Aber ich gucke mal schnell. Kollege Y. Unterbrechungen im Ablauf. Was? Halte an, wenn du wichtige E-Mail-Nachrichten erhältst, beispielsweise eintreffende Transferangebote. Das klingt irgendwie danach, als wäre das dann tatsächlich, dass wir schon zu einem Spiel kommen. Dann würde ich warten. Das möchte ich noch nicht machen. Sondern wir können schnell gucken, 43 Millionen. Jetzt werden wir hier mal zuschlagen. Aber erstmal gucken, was wir haben. Innenverteidigung. Moment, das mache ich mit der Taktikvorlage. Ich glaube, das ist fast geschickter. Wir haben hier... Warum hat denn Lund... Bei Lund steht irgendwie keine Zahl. Was ist das denn? Herr Lund? Eine 74 haben wir hier. Oder sehe ich die nicht? Nee, die ist nicht da. Der hat ganz viele andere Sachen. Lustig. Also, der Herr Lund, eine 74. Der Herr Fischer hat auch eine 74. Das wäre die zentrale Innenverteidigung. Hier Frank 75, stark genug, sage ich. Ja, hier könnte man was machen. Mittelfeld sicher okay. Das ist sicher Bundesliga-tauglich. Hier Rowe, sowieso Bundesliga-tauglich, denke ich. Der Herr Becker ist am Kommen, der ist immer noch 16 oder ist er mittlerweile? Moment, wie alt ist der gute Mann? Kann ich da nicht irgendwie runter? Doch, Moment, es ging doch. Ne, jetzt geht's nicht mehr. Zack, den hier. Warum kann ich den jetzt da rechts nicht runterscrollen? Sag mal. Ne, ich möchte nicht durchdingelseln, ich möchte hier runter. Ich kann nicht runterscrollen, geht nicht. Moment. Beim Herr Becker diesen, jetzt geht's nicht mehr. Ich wollte gucken, wie alt er ist, aber der ist mit Sicherheit immer noch 16 oder ist halt vielleicht Anfang 17. Vorne Sturm, eine 75, eine 76, könnte man natürlich auch was machen. Würde ich aber mal warten, vielleicht für Janssen irgendwie tatsächlich noch jemanden, dann hätten wir Janssen als Backup. Wo fangen wir denn an? Ich würde sagen... Innenverteidigung, Außenverteidigung, oh, es ist halt schwierig. Wir bräuchten im Prinzip, wenn man es genau nimmt, sage ich jetzt mal, einen Außenverteidiger und Starken, einen Innenverteidiger und Starken und vielleicht noch einen Stürmer. Gut, dann gehen wir doch mal gucken, was wir hier alles im Angebot haben. Transfers. Machen wir mal die Transferzentrale und gucken da. Jan Sommer hätten wir hier noch. Was kostet der? Das wäre natürlich auch nochmal eine Verstärkung. Auch wenn er 35 ist, der spielt nicht mehr ewig. Aber das wäre schon auch. 7 Millionen. Der Verkaufspreis liegt bei 9,7. Ja, das ist mir fast zu teuer. Ziggy, eine 75. Der wäre sicher günstiger. Oh, auch bei 6 Millionen. Okay. Moment, jetzt will ich aber nochmal bei Jan Sommer gucken. Vielleicht hast du auch mit deinem Angebot von 8,2 Millionen schon. Dass der Herr Ziggy tatsächlich auch so teuer ist, das verwundert mich gerade ein bisschen. Aber in Ordnung. Hier hätten wir noch einen Torwart, 64 ist jetzt nicht so interessant. Hier hätten wir einen rechten Verteidiger. Das wäre natürlich ein Mann von Manchester City. Der Verkaufspreis liegt bei 19 Millionen. Ne, wir haben zwar Geld, ja, wobei, das könnte man ins Auge fassen. Leute, wir haben 40 Millionen. Wir könnten natürlich auch zuerst bei den freien Spielern noch gucken. Hier hätten wir Innenverteidiger, 64, nö, 73, nö. Sonst noch was im Sturm vorne? Den Herr Leving, 74, nein. 75, ja, so stark wie Janssen bringt uns nicht viel. Eine 72, das ist wieder ein Innenverteidiger. Ich dachte, da hätten wir noch einen Stürmer. Hier haben wir noch einen, 68, 74. Das hilft uns alles nicht weiter. Eine 76 eher gäbe es für, ach du Grüne, für 21 Millionen. Okay, Cermiti, 74, 71, 76 wäre wieder einer. Der wird auch 17 Millionen kosten. Wir könnten es machen. Wir hätten das Geld. Oh, hier, das wäre natürlich einer. 23. Stärke 77, 21 Millionen. Wir würden den für 18 vielleicht sogar kriegen. Okay, wie sieht's aus? Haben wir denn nicht irgendwo noch einen stärkeren? Wir gehen mal raus. Wir schauen mal schnell bei Spieler suchen. Wie sieht's aus mit den Freien? Also, dass wir keine Ablösesumme zahlen müssen. Und zwar, ja, wir suchen mal nach allen. Wir haben natürlich bei den wenigsten Angaben, das ist ein bisschen das Problem, wird nicht beobachtet, rechter Verteidiger von Lausanne. Ja, das ist ein bisschen doof. Klar, wir können natürlich jetzt hier machen, dass die beobachtet werden. Bringt uns nur gerade im Moment nicht viel. Ich gehe nochmal schnell zurück ins Büro. Man gestatte mir das, weil... 43 Millionen. Wenn wir für 20 einen kaufen, hätten wir die Hälfte weg.
Okay, dann gehen wir nochmal zu den Transfers und gehen nochmal in die Zentrale und gucken, was kriegen wir für 20 Millionen. Würde ich gerne wissen. Der Jan Sommer wäre günstiger, das wäre der Torhüter. Ich würde sagen, war das nicht dieser eine rechte Außenverteidiger oder hier Innenverteidiger? Nee, die sind halt tatsächlich zu schwach. Rechtes Mittelfeld brauchen wir in dem Sinn nicht. Hier hat man einen linken Verteidiger. Ja, für einen überschaubaren Betrag. Hier hat man zentrales Mittelfeld, da haben wir Leute. Der Herr Baumgartner ist auch zentrales Mittelfeld. Sabitzer, da haben wir einen 18-jährigen 72. Ich suche eigentlich ganz einen bestimmten. Ich weiß noch nicht mehr wen. 72, 71, 68, 74, 76, Joao Pedro. Sag mal, das kann doch nicht so schwer sein. Joao Pedro. Das ist natürlich schon, das wäre auch ein Versprechen für die Zukunft. Boah, aber eben 21 Millionen, dann ist die Hälfte vom Geld weg. Giamitti 74 hilft uns nicht weiter. Der würde uns ein bisschen weiterhelfen. Der wäre natürlich noch jünger. Der Herr Bayer. Mhm. Veron, ich gucke hier nochmal, Pedro de la Vega, der ist auch jung. Das wäre schon für 21 Millionen oder für 18 wäre das hier schon ein Versprechen für die Zukunft. Allerdings, das ist ja rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld. Jetzt muss ich schon gucken. Nee. Wir suchen einen Stürmer, wir kaufen uns jetzt einen Stürmer, würde ich sagen, mit dem Geld. Und zwar der Herr Martell. Ja, 76. Der andere hatte 77, stimmt das? Und ist auch ein Stürmer. Nee, das ist rechtes Mittelfeld. Der hätte sogar eine 78, aber eben, das ist halt auch zentrales Mittelfeld. Auch zentral, Innenverteidiger. Nein, lasset mich zum Stürmer. Hat man nicht einen mit einer 77 Stürmer? 74? Eine 76, oder hat man eine 76? 74, 71, 76. Wie bin ich jetzt auf eine 77 gekommen? Hier, aber das ist rechtes Mittelfeld. Genau, das interessiert nicht. Ein Jugendspieler mit Stärke 76. Das wäre, was wir brauchen könnten. Arbeitsrate, Angriff hoch, Arbeitsrate, defensiv, Mittel. Der muss defensiv nicht so viel arbeiten, der ist Stürmer. Der ist natürlich auch zentrales, offensives Mittelfeld. Wir würden ihn aber als Stürmer gerne haben und gucken, dass der ein bisschen levelt. Einen besseren haben wir in dem Sinn nicht. 17,9 hätten wir eine Chance. Kommt, wir testen das mal. Wir gucken mal, 17,9. Transfersumme anbieten. Dann brauche ich hier mein Y. 17,9. Ich meine, wenn wir schon Geld haben, investieren wir das natürlich auch. Das ist ganz klar. So, 17,9 hätten wir. Wir übernehmen. Und schicken das mal ab. Wir sind bereit. Und faires Angebot. Der Mann gehört bereits uns. Beziehungsweise wir müssen natürlich noch über den Lohn verhandeln. Sehr schön. Das passt. Wow, wir kommen der Sache näher. Ist auch ein schöner Name. Joao Pedro, ich lerne es noch aussprechen. Okay, gehen wir rein in die Verhandlung und schauen, dass wir den Mann kriegen. Das Logo haben wir tatsächlich nicht mehr. Da muss ich tatsächlich Fini nochmal schreiben. Es gab halt wieder ein FIFA-Update. Ja, und das hat wieder bewirkt, dass das Logo weg ist. Da ist er, der junge Mann. Mal gucken, was der für Ansprüche hat. 63.000, uiuiui, hat der als Gehalt. Ja, sicher ein Schlüsselspieler, denke ich. Ja, das ist schon mal okay. Vertragslaufzeit. Was haben sie gesagt? 5 Jahre. Das können wir machen. Der ist so jung. Den behalten wir gerne für 5 Jahre. Wir können den jederzeit verkaufen. Ist ja kein Problem. Das übergehen wir hier mal fröhlich. Ja, jetzt der Gehalt. Oder das Gehalt. 63.000. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man auch ein bisschen runtergehen kann. In der Regel. Das ist zwar unrealistisch, weil kein Mensch wechselt den Verein, wenn er weniger verdient. Oder die wenigsten. Wochenbudget 450.000 haben wir. Kommt, wir versuchen es mal mit... Moment. Wir versuchen es mal mit 45.000. Mal gucken. Das ist natürlich eine ordentliche Zahl, aber ist ja auch ein ordentlicher Spieler. Also von daher... Schicken wir mal ab. Mal gucken, was er meint. Er ist damit zufrieden. Wir haben einen neuen Stürmer. Okay, das wird natürlich jetzt Kollege Jansen nicht so freuen. Weil jetzt wandert der Herr Kollege Jansen einen Schritt nach hinten. Das ist ganz klar. Aber ja, das ist halt der Fußball. Das ist schon irgendwie fies. Man steigt auf, freut sich, ja, und dann ist man halt plötzlich nur noch zweite Wahl, weil der Verein hat Geld, ja, investiert das Geld und dann ist man halt wirklich eben zweite Wahl. Da wird auch gleich mal Tag gesagt. Sehr schön. Und dann natürlich wieder der Fitnesstest. Viel zu spät.
nachdem der den Vertrag unterschrieben hat, stellt man fest, der funktioniert gar nicht, der hat ja keine Lunge, der hat ja, das ist natürlich einfach falsch, aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Gut, was meint das Spiel zu diesem Transfer? Müsste schon okay sein. Ein B-Transfer. Sehr gut. Okay, den haben wir. Wunderbar. Was ich jetzt natürlich noch gerne kurz gucken möchte, sagen wir schon, jetzt gucken wir mal noch schnell bei einem Verteidiger nach. Neuer Trainingsplan. Genau, angesichts dieser neuen Investition solltest du vermutlich einen Trainingsplan festlegen, der sich auf die Leistung konzentriert. Dann ist der Neuzugang. Okay, auf die Leistung. Wo haben wir den Mann? Gut versteckt. Seht ihr ihn gerade? Wir haben zwei Longo. Echt jetzt? Wo ist er denn? Da ist er. Chao Pedro. Ich kann es fast nicht aussprechen. Wir machen mal starker Fokus auf Leistung. Die Bissigkeit deutlich. Die Fitness sinkt jedoch dabei. Wäre das das, was die wollen? Was wäre denn das hier? Trainingsplan konzentriert sich auf die Erholung. Ne, Erholung brauchen wir nicht in der Saisonpause. Wir machen hier mal Fokus auf Leistung. Ja, würde ich tatsächlich mal machen. Das können wir aber nicht bei jedem einstellen, glaube ich. Weil der gute Christian hat mal noch geschrieben, er würde das tatsächlich jetzt bei jedem einstellen. Weil ist ja Saisonpause. Ja, nee, ich lasse es mal. Ich denke, es ist im Moment okay. Die Idee ist natürlich nicht so schlecht. Gut, jetzt gehen wir. Nein. Nicht aufhören. Wir gehen mal schnell zu der Taktikvorlage. Damit wir das schon mal haben. Dass hier der Herr Janssen rausgeht und Juan Pedro reinkommt und Janssen auf der Transfer. Der Herr Janssen bitte natürlich logischerweise hier rein für den Herrn Richter. Der kommt raus. Wo ist mein Herr Janssen? Da unten. Dann haben wir den hier drin. Das passt. Wenn wir uns jetzt das nochmal ansehen, jetzt haben wir vorne zwei 76er. Ja, der Außenverteidiger dort, der Herr Frank. Ich würde sagen, der ist fällig. Die Zentrale, vielleicht, dass wir die auch noch verstärken. Wir gehen mal gucken. Jawohl, würde ich gerne speichern. Das macht schon Spaß hier, dieses Einkaufen. Einen rechten Verteidiger. Haben wir da irgendwie einen? Ja, ab dann. Aber da wissen wir noch nicht, wie stark der ist. Das ist klar. Im Tor haben wir jetzt nichts gemacht. Hier haben wir noch einen rechten Verteidiger. Stärke 76. Für 19 Millionen. Ne, wir könnten für 16 könnten wir den eigentlich kriegen. Haben wir nochmal einen rechten Verteidiger irgendwo? Hier er. Ne, der ist zu schwach tatsächlich. Rechter Flügel ist das hier. Man könnte sie natürlich umschulen, ist klar. Könnte auch ein linker Verteidiger sein, das ist eigentlich egal. Oder rechtes Mittelfeld. Ja, linkes Mittelfeld für beide Seiten tatsächlich. Aber ne, den schulen wir nicht um. Wäre eine 77. Ich würde tatsächlich, wir gucken mal, ob wir den hier kriegen. Den Herrn Rico Levis. Für wie viel Stand? 16,3. Wir gehen mal rein in die Verhandlungen. 16,3. Mal gucken. Transfersumme anbieten. Mein Y suchen. Wir machen mal halt falsch. Wir machen mal 16. Wobei, das ist blöd. Wenn ich drunter gehe, dann geht der wieder rauf wahrscheinlich. Wenn wir ihn für 16,3 kriegen, ist okay. Der Mann ist 19. Der ist dermaßen ausbaufähig tatsächlich noch. Das wäre eine neue Perle tatsächlich, wenn wir den kriegen. Mal gucken. Jawohl, passt. Da müssen wir für den Lohn schauen. Der Herr Guardiola, ich hab's heute mit dem Namen. Der Herr Pepe Guardiola ist sogar zu Gast beim Heisenberg FC. Der kriegt mit Sicherheit noch ein schönes Käffchen. Da könnte man noch ein bisschen labern mit ihm. So, wir gehen schauen, genau. Wir gehen mal gucken. Wie sieht das aus? Ja, sicher ein Schlüsselspieler, das ist klar, denke ich mal. Vertragslaufzeit, da würde ich glatt auch die 5 Jahre machen bei einem 19-Jährigen. Ja, das gefällt denen. Keine Freigabesumme, akzeptieren wir. Jetzt kommt das Schwierige, 44.000. Dann machen wir mal 30.000 oder wir machen 32.000. Ist immer noch genug. Mal gucken, ob das angenommen wird. Das wäre natürlich schön. Und faires Angebot, zufrieden. Da haben wir den nächsten Kollegen. Okay. Ja, jetzt sind wir gut unterwegs. Jetzt müssen wir aber natürlich auch vielleicht mal noch mal kurz ins Büro. Da kommt der gute Mann. Ja, und schauen, wie sich das jetzt alles auf die Finanzen niederschlägt. Weil ganz runter möchte ich natürlich nicht. Wir müssen noch Löhne zahlen und so weiter. Wir müssen Verträge verlängern. Das können wir uns ja auch noch gleich ansehen. Wir gehen mal hier rein.
Oh, schon spannend. Von Manchester City. Okay, was ist hier beim Spiel? Was meint das Spiel dazu? Auch ein B-Transfer. Okay, damit können wir leben. Sehr gut. Gehen wir gleich wieder zum Teammanagement. Beziehungsweise im Moment. Nicht jetzt hier beenden. Nein, nein, nein. Mannschaft, Taktik, Vorlage habe ich gemeint. Dass wir den gleich reinnehmen. Für den Herrn Frank ist hier dann Feierabend. Da kommt der Herr Lubis rein. Da können wir den Herrn Frank aber hier wahrscheinlich noch reinnehmen. Aladin kann raus. Würde ich vorschlagen. Aladin raus. Und was haben wir denn? Wieso haben wir denn dort so viele Longos? Und wo ist jetzt mein Kollege, den ich jetzt hier reinnehmen will? Frank, da haben wir ihn. Gut, dann würde das wieder soweit passen. Ersatzbank ist soweit okay, denke ich. Ja, Frank hat immerhin eine 75. Der Mann ist... Wie alt ist denn der? Hier kann ich runterscrollen. 33. Ja, ein, zwei Jahre macht er noch, nehme ich an, ganz klar. Gut, vorne wird es passen. Ich denke, so schlecht ist die Mannschaft nicht. Eigentlich der Schwächste ist im Prinzip Becker, aber der ist 16. Moment, ich guck mal, ob ich jetzt hier auch runterscrollen kann. Jetzt geht's plötzlich. Ist immer noch 16. Das passt doch, Leute. Da haben wir eine relativ starke Mannschaft. Wir werden jetzt nicht die Bundesliga dominieren, aber wir haben eine gute Mannschaft, behaupte ich. Hervorragende Jugendarbeit. Das freut mich. Dankeschön, lieber Club. Kriegen wir da Geld? Nein. Rico Lewis ist gerade zu unserem Team gestoßen. Okay, also auf die Leistung konzentrieren. Der Herr Lewis. Da machen wir, zack, Fokus auf Leistung rein. Sehr gut. Dann haben wir das auch. Dann passt das ebenfalls. Büro, 5 Millionen. Ja, dann lassen wir das. Also dann sind das unsere Neuzugänge. Höchstens wir würden noch irgendjemanden verkaufen. Nochmal. Das könnte natürlich auch noch sein. Jetzt haben wir ordentlich zugeschlagen. Jetzt wollte ich schnell irgendwas. Was wollte ich denn? Nein, nein, beenden wollte ich noch nicht. Transfers, Mannschaft, da haben wir alles gemacht. Eigentlich wollte ich mal noch schnell gucken, ob wir. Wir können doch den Leuten auch Nummern geben, oder nicht? Wie ändere ich denn die Nummer? Sortieren, Aktion anzeigen wäre A. Trags, da, Trikotnummer ändern. Was hat der für eine Nummer? Der Herr Frank. Achso, nee, das ist der Ersatztorwart. Ja, können wir bei einer 12 bleiben. Er hat die 1. Gut, aber das, ich frage mich, ob ich das nicht besser im Aufmache. Also das ist natürlich schon irgendwie... Ja, eine Kringelarbeit. Kringelarbeit vor allem. Ja, nee, ich lasse es. Wenn ich das bei jedem Einzelnen machen muss, aber ist ja auch klar, dass man das bei jedem Einzelnen machen muss. Heute ist ja ISO, da hat irgendwie der beste Spieler hat die 35. Das ist ja egal. Früher war es halt wirklich so... Durchnummeriert, die 1 Torwart, 2 linker Außenverteidiger oder rechter und so weiter. Die 5 war der Libero, die 10 war der Spielmacher. Ganz klar. Wir können ja mal bei ihm gucken. Wir machen mal bei ihm die 10 tatsächlich. Trikot ändern. So, dann wechselt es wahrscheinlich. Wir hatten die 10. Weiß ich gar nicht. Boah, Pedro hätte die 10. Aha, okay, das passt aber auch. Dann lassen wir das. Ich wollte eigentlich was viel Wichtigeres nochmal. Ich weiß jetzt nur nicht mehr. Was das war? Strategie, Training, Ziele. Ne, irgendwas war doch. Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Da nochmal Teamzentrale. Wir müssen mal gucken, bei wem der Vertrag ausläuft. Hier zum Beispiel bei Herrn Frank. Das delegieren wir mal. Verlängerung delegieren. Okay, mach mal. Akzeptieren wir. Dann haben wir es. Hier der Herr Lund. Den möchten wir auch mal noch behalten, würde ich sagen. Ne, ich wollte eigentlich nicht rein. Jetzt habe ich falsch geklickt. Okay, dann gehen wir hier da noch schnell rein. Ich würde sagen, er ist zumindest wichtig. Mal gucken, ob ihm das gefällt. Jawohl, gefällt ihm. Nochmal 3 Jahre, 27, das können wir machen. Freigabesumme von 9,2 Millionen. Das akzeptieren wir mal. Das ist ein ordentlicher Betrag für den Mann, finde ich. Und der Lohn. 25.000 pro Woche wünscht er sich. Das ist natürlich schon. Ach komm, wir akzeptieren das. Gut, Lund bleibt auch. Wir können den Mann ja jederzeit verkaufen. Schröder, das ist ein Ersatzmann. Da warten wir mal noch schnell. Bei Frank hier, beim anderen warten wir auch noch schnell. Klein warten wir ebenfalls. Fischer ist auf der Verleihliste. Rowe bleibt. Der ist verliehen hier auf der Leihliste. Ja, hat Potenzial. Ja, der Herr Becker hat Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Das denke ich tatsächlich. Oh, guck mal, jetzt ist er auf einer 69. Der war doch auf einer 68. Verein. Bei Schmidt läuft er aus. Würde ich lassen. Wir machen das nach und nach.
Aber bei den ganz wichtigen, falls hier irgendwas wäre, Jansen ist jetzt Ersatz eigentlich. Ich würde das mal delegieren. Wir brauchen den. 75 ist ja doch stark, er ist 27. Also Verlängerung delegieren. Ja, der verdient aber auch ordentlich Geld, das muss man schon sagen. Guck mal, hier haben wir einen Longo, einer von beiden Longos. Was macht der denn? Der ist auf der Leihliste, der ist auch auf der Leihliste hier. Ja gut, ich denke im Groben haben wir es, das würde soweit passen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, nee, ich möchte nicht den Trainer bearbeiten, ich möchte hier oben Folgendes haben. Wir schauen schnell. Teamstrategie Trainingsplan, hier wollte ich noch schnell rein. War ich schon mal? Ach so, ja, das ist ja das mit Fokus und bla bla bla. Das ist ja das Einzige, was man hier machen kann. Mit Y könnte ich hier aber tatsächlich einen Trainingsplan für eine Gruppe übernehmen. Wer ist hier eine Gruppe? Für alle Spieler. Ah, okay. Ja, dann mach das mal. Okay, ist das in Ordnung, wenn wir Fokus auf Energie haben? Ich glaube schon. Auf die Erholung der Spieler erhöht ihre Fitness. Erholen müssen sie sich in der Saisonpause eigentlich nicht. Dieser Trainingsplan konzentriert sich auf die Leistung der Spieler und erhöht ihre Bissigkeit. Die Fitness wird beeinträchtigt. Ich denke, das wäre das Richtige. Okay, nehmen wir. Gehen hier wieder auf J. Habe ich das auch noch rausgefunden? Dann haben wir das bei allen. Gut, ist auch egal, wenn das hier die Ersatzspieler auch haben. Die sollen alle auch pushen sozusagen. Gut, wir gehen weiter. Jetzt ist ein bisschen die Gretchenfrage. Saisonvorbereitungsturnier-Einladung. Ich würde das mal machen, dass wir vielleicht ein, zwei Spiele haben noch, bevor wir dann in die Bundesliga starten. Das würde ich aber nicht jetzt starten, weil ich weiß nicht, ob ich das unterbrechen kann. Wenn hier halt steht tatsächlich, dass das dann unterbrochen werden kann von wichtigen E-Mails etc., dann ist das etwas, was abläuft automatisch. Ja gut, dann warten wir. Ich würde sagen, das machen wir morgen, dass wir hier tatsächlich reingehen in die Saisonvorbereitungsturniereinladung. Und ja, und dann mal gucken, wie unsere beiden neuen Spieler sich einfügen. Ich denke, die Mannschaft, wir können ja nochmal schnell gucken, sie müsste Bundesliga tauglich sein im Sinne dessen. Ja, doch, das müsste schon für Mittelfeld, unterer Bereich der Bundesliga, würde ich behaupten, müsste das reichen. Wir werden ja wieder Geld verdienen, das heißt, wir können dann gucken, dass wir vielleicht tatsächlich mal noch einen Innenverteidiger holen, der ein bisschen stärker ist und vielleicht einen besseren Torhüter. Ja, aber im Groben denke ich, passt das. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Und dann hoffe ich natürlich, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich zusätzlich, dass ihr morgen wieder mit dabei seid. Dann machen wir wahrscheinlich die ersten Spiele. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.